Er ist der berühmteste Kaiser des Mittelalters, Otto der Erste, genannt der Große. Ein Mann, der schon seine Zeitgenossen beeindruckte und der genau wusste, was er wollte, wie seine Kaiserkrönung 962 zeigt. Die erste eines sächsischen Herrschers. Otto ist ein Herrscher von europäischem Format, wie sein Hoftag Ostern 973 zeigt. Da kommen Gesandte aus Dänemark, Polen und Ungarn, aber auch aus Byzanz. Aber nicht einmal 50 Tage später ist Otto tot. Heute, vor 1050 Jahren, stirbt Otto der Große in Memleben. Ein Stichtag von Hartmut Schade. Ostern hat Otto in Quedlinburg gefeiert, Himmelfahrt in Merseburg. Pfingsten will er in Memleben begehen. Am Dienstag vor Pfingsten kam er an einen Ort, der Memleben heißt. In der folgenden Nacht stand er wie gewöhnlich mit der Dämmerung von seinem Lager auf und wohnte den nächtlichen und morgendlichen Lobgesängen bei. Schreibt der zeitgenössische Chronist Widokind von Corvey. Warum Memleben? Jene Pfalz, in der schon sein Vater Heinrich 936 gestorben ist. Gewiss, Otto war oft in Memleben. Aber für einen hohen kirchlichen Feiertag hätte sich eher Magdeburg angeboten, das er zum Erzbistum hat erheben lassen. Warum also zieht Otto nach Memleben? Es ist natürlich denkbar, dass Memleben ein Ort ist, den Sie bei gesundheitlichen Beschwerden oder Problemen aufsuchten, sagt Harald Meller, der Landesarchäologe von Sachsen-Anhalt. Denn einen Tag, nachdem Otto in Memleben eingetroffen ist, stirbt er. Als aber das Magnificat gesungen war, begann er bereits zu fiebern und sich matt zu fühlen. Er begehrte das Sakrament des Leibes und Blutes Gottes, nahm es und übergab dann mit großer Ruhe, ohne Seufzer, den letzten Hauch dem barmherzigen Schöpfer. Das sieht so aus, als wäre Memleben ein Ort, wo man möglicherweise aus welchen Gründen auch immer zum Sterben hingeht. Und das verleiht Memleben, wenn das ist, dann eine hohe Bedeutung. Mit Otto dem Großen stirbt zum zweiten Mal ein Herrscher in Memleben. Und sein Sohn Otto, der Zweite, wird hier als neuer König bestätigt. Keine Selbstverständlichkeit in einem von persönlichen Bindungen geprägten Herrschaftsgefüge. Dass der Machtübergang in Memleben so problemlos gelingt, zeigt, dass Otto, der Erste, der Große, alles gut vorbereitet hat. Auch seinen Begräbnisort hat er schon festgelegt, Magdeburg. Naja, in der Chronik des Thietmars von Merseburg heißt es, Ottos innere Organe, Viscera, schreibt er, seien nach dem Ableben entnommen und in der Marienkirche zum Memleben beigesetzt worden. Und wir wissen, dass der Leichnam laut Thietmar dann aufwendig einbalsamiert wurde, damit man ihn nach Magdeburg überführen konnte. Denn Otto wollte unbedingt im Magdeburger Dom, seinem Dom, begraben sein, wo ja auch seine erste Frau Editha begraben worden war. 30 Tage dauert der Leichenzug von Memleben nach Magdeburg. Anfang Juni wird Otto im Dom beigesetzt, in einem schlichten Steinsarg mit einer antiken marmornen Grabplatte. Drei Gründe der Trauer sind unter diesem Marmor eingeschlossen. Der König, die Zierde der Kirche, die höchste Ehre des Vaterlands. In Memleben bleibt Ottos Herz zurück, in einer bis heute nicht gefundenen Marienkirche. Otto II. Und seine Frau Theophanu lassen eine prachtvolle Kirche und ein Kloster errichten. Benediktinermönche sollen hier bis in alle Ewigkeit die Erinnerung an den ersten sächsischen Kaiser wachhalten. Die Monumentalkirche ist heute weitgehend verschwunden, die Benediktiner seit der Reformation ebenfalls und nach Ottos Herz wird immer noch gesucht. In Erinnerung ist der bedeutendste Kaiser des Mittelalters, ist der heute vor 1050 Jahren gestorbene Otto der Große trotzdem geblieben.